Ein neuer Tag, Hastings. Der 25. August. Der Tag, an dem das Morden auf Seadrift Island Einzug hielt. Was haben wir in Erfahrung gebracht? Ein Großteil des Rätsels scheint mit Mrs. Marshall zusammenzuhängen oder Arlena Stewart, wie ihre Anhänger sie nennen. Meinen Sie nicht? Ja, das scheint klar zu sein. Und zwei Rätsel sind gelöst. Das Foto wird unter Major Barrys Kopfkissen entdeckt. Die Schreibmaschine der überaus charmanten Mademoiselle Darnley wird unter dem Bett der Redferns entdeckt. Christine Redfern hätte vielleicht Grund, solche Drohbriefe zu verschicken. Das Verhalten ihres Gatten Mademoiselle Stewart gegenüber ist mehr als eindeutig. Und dann wäre da noch der ungeklärte Mord an Millie Parsons. Warum bittet Mademoiselle Brewster Poirot, sich dieses Falls anzunehmen? Mehrere Gäste des Smugglers Rest Hotels scheint Brixham, wo Millie zu Tode kam, miteinander zu verbinden. Mademoiselle Brewster, Stephen Lane, der frühere Vikar, sogar Mademoiselle Linda Marshall, die anscheinend Millies Schule besuchte. Ja, Miss Porters Schule für junge Damen. Was ist dort vorgefallen? Voodoo-Rituale. Ein Anthropologielehrer wacht angsterfüllt durch eingeborenen Trommeln auf. Voodoo? Unsinn, wenn Sie mich fragen. Vielleicht. Aber wie Miss Darnley gesagt hat, kein Unsinn für alle, die daran glauben. Und vergessen Sie nicht Tom Cutters Geist. Wir haben ihn gesehen. Ich gebe zu, dass mich das beeindruckt hat. Aber Geister? Voodoo? Poirot, selbst für Sie hat dieser Fall übersinnliche Aspekte, die eigentlich niemand für bare Münze nehmen würde. Vielleicht. Aber ich werde Ihnen ein sehr wichtiges Indiz nennen. Denken Sie an Arlena Stewarts Natur. Verfolgen Sie den weiteren Verlauf der Ermittlungen, Hastings. Solange wir nicht vollkommen und ganz genau wissen, was für ein Mensch Arlena Stewart war, werden wir nicht mit letzter Gewissheit sagen können, wer sie umgebracht hat. Wie gesagt, sollten Sie sich in einer Sackgasse befinden, so werde ich Ihnen mit dem magischen Finger des Verdachts behilflich sein. Ah ja, nun ist es an der Zeit für einen vierten Hinweis auf sein Geheimnis. Der Hinweis lautet Schublade. Energie, Lampe, Schreibtisch, Schublade. Suche ich in der Schublade vielleicht nach einem Schalter oder ist die Sache doch etwas tiefgründiger? Mehr sage ich nicht. Wenn Sie bereit sind, mein Freund, kehren wir zurück nach Seadrift Island. Es ist ein Morgen voller Sonne, warme Brisen und ein höchst tückischer Mord. Morgen, Monsieur Poirot. Noch irgendwelche Einfälle zu dem, was wir in den Ruinen gefunden haben? Poirot hat ständig Einfälle, Monsieur Lane. Wer kann schon sagen, welcher der bedeutsamste sein wird? Wie sind Ihre Pläne für heute Morgen? Ich habe gehört, dass es hier in der Gegend eine schöne Kirche geben soll, St. Patrick in the Coombe. Ich werde versuchen, sie ausfindig zu machen. Ich glaube, ich kann Ihnen bei Ihrer Suche helfen. Ach ja? Ich habe diese Broschüre im Geschäft von Mrs. Hughes in Leathercombe Bay gefunden. Das ist ja unglaublich. Eine Karte und so weiter. Mal sehen. Das wird auch eine schöne Tour durch die Moore. Haben Sie vielen Dank. Welche Krankheit hat Sie gezwungen, Ihre Position aufzugeben? Ich gebe zu, es waren die Nerven, Monsieur Poirot. Ich will nicht in Sie dringen. Nein, schon gut. Es wäre zwecklos, diese Tatsache verbergen zu wollen. Frauen... Sie sind so oft direkt an der Wurzel allen Übels. Meinen Sie? Guter Mann, spüren Sie das nicht in der Luft? Um Sie herum. Wir sprachen gestern in den Ruinen darüber. Die Präsenz des Bösen. Oui, Monsieur Lane. Ich spüre Sie. Monsieur Lane, dürfte ich Ihnen einige vielleicht unangenehme Fragen stellen? Ihr freundliches Geschenk hat meine Laune ganz erheblich gesteigert. Ich werde Ihnen Antworten geben, sofern ich kann.
Ich glaube, Ihre Kirche war bei Brixham, oder? Ja, ich hatte dort ein bescheidenes Auskommen. Warum? Ist Ihnen Miss Porters Schule für junge Damen ein Begriff? Warum? Ich, ja, Miss Porter und einige der Mädchen kamen in meine Kirche, nicht so viele, wie ich es mir gewünscht hätte, aber doch einige. Erinnern Sie sich an das Conservatoire de Danse in der Nähe? Ja, Miss Brewster, die auf Durchreise hier ist, war dort Lehrerin. Sagt Ihnen der Name Millie Parsons etwas? Der Mord, ja, das war ein großer Schock. Ein Lehrer an Miss Porters Schule wurde beschuldigt. Es gab keine offizielle Anklage. Sein Ruf wurde einfach ruiniert. Er mag verwirrt gewesen sein, vielleicht sogar getrieben. Aber die kleine Parsons hat sich das selbst zuzuschreiben, davon bin ich überzeugt. Und dann, nur einige Wochen später, noch ein Mord. Es muss eine Verbindung gegeben haben. Und an dem zweiten Verbrechen war er vollkommen unschuldig. Daran habe ich keinen Zweifel. Nun, was er in einem Moment der Schwäche gesagt hat. Was hat dieser Lehrer zu Ihnen gesagt? Ich mag nicht mehr das Priestergewand tragen, Monsieur Poirot, aber ich werde darüber schweigen, was mir anvertraut wurde, als ich noch im Dienste des Herrn war. Selbst wenn deswegen ein Mörder in Freiheit bleibt? Bitte. Gott muss urteilen. Nicht ich. Erzählen Sie mir vom zweiten Verbrechen. Damals war darüber viel in der Presse zu lesen. Alice Corrigan war ihr Name. Erwürgt wie die kleine Parsons. Der Ehemann wurde verdächtigt. Doch wieder kam es zu keiner Verhaftung. Ich bin überzeugt, dass beide Verbrechen das Werk ein und desselben Mannes waren. Und das Motiv? Frauen sind der Grund vieler Tragödien. In diesem Falle waren Sie Opfer von Tragödien. Haben Sie etwa einen Zweifel daran, dass Sie für Ihr Los durch Unzucht, Ehebruch und Gottlosigkeit selbst verantwortlich waren? Ich bin von Natur aus ein Zweifler, Monsieur Lane. Ja, natürlich. Sie sind Detektiv. Dennoch hätte ich gedacht, dass Ihnen Ihre Erfahrung die Wahrheit meiner Worte bestätigen würde. Vielleicht habe ich Sie missverstanden und mich selbst zu offen geäußert. Ich muss gehen, wenn ich die Kirche noch erreichen und vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein will. Vielen Dank noch einmal für die Informationen. Der Kerl ist doch nicht mehr bei Trost, Poirot. Er hat praktisch zugegeben, Millie Parsons Mörder gekannt zu haben, und doch hat er nichts getan, weil sie ein Mädchen war und es irgendwie verdient hatte? Das ist ungeheuerlich. Stimmt. Er ist offenkundig sehr wählerisch, wenn es um Vergebung und Barmherzigkeit geht. Und doch kann es gut sein, dass der Entschluss zu schweigen zu seinem Zusammenbruch geführt hat. Sein Schmerz sitzt tief und der innere Konflikt tobt weiter. Vielleicht gibt es immer noch Hoffnung für ihn. Mademoiselle, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Ich habe nur ein paar Minuten, Monsieur Poirot. Ich treffe mich um 22:30 mit Mrs. Redfern in der Sanctuary Cove. Ich komme direkt zur Sache, Mademoiselle. Sie haben Miss Porters Schule für junge Damen in Brixham besucht, nicht wahr? Das habe ich, aber jetzt nicht mehr. Millie Parsons war Ihre Klassenkameradin? Ja. Eine enge Freundin? Nein, das nicht gerade. Wir, meine Freundinnen und ich, kannten sie nur oberflächlich. Sie schien harmlos zu sein. Eigentlich sogar richtig nett. Warum haben Sie die Schule verlassen? Monsieur Poirot, ich mag Sie. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie das Recht haben, mir so eine Frage zu stellen. Kannten Sie einen Lehrer namens Gideon Fell? Ja, wir hatten ihn in Anthropologie. Er war ein schlechter Lehrer? Er war in Ordnung, schätze ich. Ich interessiere mich sehr für Anthropologie. Ich denke, das hat mir geholfen. Was hat Sie am Unterricht am meisten interessiert? Aberglaube. Vieles von dem, was wir als Aberglauben bezeichnen, basiert auf Fakten. Religiöse Praktiken und so weiter. Sie mochten ihn nicht? Anfangs schien er in Ordnung zu sein. Er nahm mehrere von uns mit ins Kino, um sich einen Gruselfilm namens Fluch der Inseln anzusehen. Der Film sollte Ihnen Angst machen?
Ein wenig, nehme ich an. Aber ich fand ihn eigentlich recht interessant. Doch dann benahm er sich seltsam gegenüber einigen der Mädchen. Er war unheimlich. Machte Mädchen gegenüber immer Kommentare, wenn er glaubte, dass niemand ihn hören konnte. Komplimente, wie gut sie aussahen. Dieses Interesse war mehr als nur Höflichkeit? Sehr viel mehr. War er an Millie Parsons interessiert? Sie hat mir erzählt, dass er ihr einmal in den Wald gefolgt ist. Er hat sie am Handgelenk gepackt. Als sie sich losreißen wollte, sagte er, wie sehr er ihr Haar möge und ihr Kleid. Sie riss sich los und drohte ihm, zu Miss Porter zu gehen. Sie sagte, er habe sie mit völlig verzerrtem Gesicht angesehen. Es sei schrecklich gewesen, sagte sie. Millie hat Miss Porter von diesem Vorfall erzählt? Nein, ein anderes Mädchen hatte sich bereits beschwert und sie hatte nichts unternommen. Sie warf dem Mädchen vor, Ärger machen zu wollen, weil Mr. Fell ihr schlechte Noten gegeben habe. Nach Millies Tod haben Sie nichts über Mr. Fell gesagt? Doch, die Polizei hat sich die Sache angesehen. Sie sagten, er habe ein Alibi. Aber ich wusste es. Meine Freundinnen und ich wussten es. Sie glauben mir nicht, oder? Au contraire. Ich kenne viele Alibis, die wasserdicht zu sein scheinen. Nur um dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen, wenn man an der richtigen Stelle ansetzt. Er war's, Monsieur Poirot. Er hat Millie getötet. Ich muss mich jetzt zum Schwimmen umziehen. Entschuldigen Sie mich bitte? Gewiss. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Ich muss schon sagen, Poirot, glauben Sie denn, Sie können das Alibi dieses Fell in sich zusammenfallen lassen? Wenn mir das gelingen sollte, Hastings, haben Miss Brewster und die Polizei ihre Antwort. Gehst du schwimmen? Natürlich. Es ist ein wundervoller Tag. Mit ihr? Gewöhne dir doch um Himmels Willen nicht an, auf jede hübsche Frau eifersüchtig zu sein, der wir über den Weg laufen. Sie ist nicht irgendeine hübsche Frau. Sie ist anders. Sie bedeutet Ärger. Ja, das tut sie. Sie wird dir schaden, Patrick. Bitte lass das sein. Gehen wir fort von hier. Sei doch nicht albern, Christine. Schöne Aussicht, Hastings.